Willkommen zurück, liebe Leute, zu Cozy Groove. Ich weiß gar nicht, darf ich die ernten? Das sieht so aus, als ob ich die ernten darf, ne? Oh, ernten. Yippie, ich darf sie ernten. Hier darf ich auch noch ernten. Achso. Das will ich ernten, genau. So, also wir müssen jetzt noch angeln. Und wir haben noch die Wünschelrute. Frage ist halt, wie funktioniert jetzt die Wünschelrute? Er hat ja gesagt, lauf einfach und dann wirst du es schon irgendwann merken. Du musst sie hauptsächlich in der Hand halten. Aber die Frage ist halt, wie merke ich es? Der Postbote schläft. Wieder nass, super. Ich weiß noch nicht. Damit kannst du Geisterbrunnen finden. Wird wärmer, je näher du dem Brunnen kommst. Ja gut, aber woran merke ich denn, dass es wärmer wird? Wird denn der Controller wärmer, was ich mir nicht vorstellen kann? Ich weiß halt nicht, geisterbundentechnisch, was das jetzt heißt. Ich bin jetzt einmal über die ganze Insel. Aber wirklich einen Schritt weiter bin ich noch nicht. Ich glaube, da macht es echt mehr Sinn, dann doch angeln zu gehen. Ja, weil Fische hatte ich ja jetzt hier gesehen. Wo waren sie da? Mal schauen, welcher Fisch zuerst anbeißt. Ja, geil. Sind da 5 Fische. Ein Drückerfisch. Brauchen wir nur noch ein. Ein Drückerfisch noch. Eine Stachelmakrele. Verdammt. Oh, jetzt kommt der Große. Der dicke Brummer. Der Brocken. Dich will ich doch gar nicht. Dich Plattfisch. Wow, wie der angepisst kam, hätte ich gedacht, der beißt sofort an. Ich war echt schon am Zucken, so von wegen klack und drücken. Oh, eine Schmerle. Und dafür habe ich nicht mal mehr Platz. Was soll das denn? Ah. Wo ist denn der Kapitän da? Etwas für die Sammlung. Auswählen. Auswählen, auswählen, auswählen. Auswählen. Die Fische möchte ich eigentlich noch behalten. Alle spenden. Yep. Es gibt 60 Fischsorten. 60. Nein, es gibt noch mehr. Ich habe nichts gesagt. Wahrscheinlich 180. Okay, aber ich habe wieder Platz. Das ist wichtig. Ja, hör auf rumzuzappeln. Komm. Wir wollen den nächsten Fisch. Einer fehlt uns noch. Eine Stachelmakrele. Auch wieder die falsche. Das ist ein dicker Fisch. Das ist ein mitteldicker Fisch. Ja. Ja, der Richtige hat sich umgedreht. Ach, schön.
Wieder eine Schmerle. Was will ich mit einer Schmerle? Ich will gar nicht Schmerle. Ich will einen dicken Brummer. Oder, nee, eigentlich auch nicht. Irgend sowas dazwischen. So. Mhm. Na komm, beiß an. Hier graben wir mal aus. Ich denke zwar jetzt nicht, dass da irgendwas sein wird, aber egal. Wir brauchen noch Fische. Fische, 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 Fische. Hier sind nirgendwo mehr Fische. Er hat auch noch eine Aufgabe für uns? Das zu finden, war möglich. Ja gut, aber was wolltest du haben? Das ist doch die... Achso, das ist die Aufgabe, die ich habe, ne? Genau. Glaube ich doch. Hoffe ich doch. Aber ich kann mein Zelt ausbauen. Fällt mir gerade auf. Na komm. Oh, wieder nur eine Schmerle. So, jetzt nur noch das Zelt ausbauen, ne? Einen seltenen Fisch finden. Ja klar, seltenen Fisch finden und hier, wie gesagt, mich doof und dämlich angeln. Aber, ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Mein Zelt verbessern, dass es mal wieder größer wird. Okay, dann werde ich mal dein Zelt auf. Und krabum. Wow, jetzt habe ich jedenfalls schon mein Dach über den Kopf. Yay. Gut, jetzt bin ich auch wieder gefühlt pleite, aber hey. Was soll's? Oh, beiß an. Danke. Oh, schon wieder eine Stachelmakrele. Ich will keine Stachelmakrele, ich will das andere. Fischkundler fortgeschritten. Ein Abzeichen, super. Ah, wieder eine Schmerle. Mann. Lass mich doch mal mit der Schmerle in Ruhe. Ich will keine Schmerle. Ich will hier einen ordentlichen Fisch haben. So, mal gucken, wer von euch... Ah, der Große. Natürlich der Große. Er hat am meisten Hunger, ne? Du. Oh. Okay, das war einer der Fische, der dann anscheinend abhaut. Das war nicht so ganz geplant. Oh, hier haben wir wieder diese super seltenen Fische. Die aussehen, keine Ahnung. Wie Süßkartoffeln, die da schwimmen. Die kommen sogar an Land. Verscheucht den noch, ich sag's dir. So, wer von euch wird derjenige sein, der anbeißt? Natürlich der Große, wer auch sonst. Warum? Warum? Ich will doch gar nicht die Großen. Ich glaube halt nicht, dass kein Geisterholz mehr da ist, wisst ihr? Ah, oh, leck mich doch, du blöder Fisch. Warum jetzt? Okay, gut. Ist mir auch lieb. Vielleicht bist du ja der Fisch, den ich brauche. Ah, wieder eine Stachelmakrele. Mann, ich will keine Stachelmakrele, ich will die andere.
Komm. Das war jetzt so provokant vor deine Nase, da musste er anbeißen. Anbeißen, nicht beißen. Hm? Beißen sie auch immer an? Was machst du denn? Los, hab und raus. Gewöhnlicher Saugkarpfen. Ich weiß gar nicht, hatte ich den schon oder noch nicht? Hatte ich schon. Mann. Fisch, 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 da, Fisch. Komm. Jetzt sei endlich mal blau. Oh, schon wieder eine Schmerle. Ich kann keine Schmerlen mehr sehen. Da wird mir schon schmerlich. Irgendwo weiß ich, durfte ich hier lang. Oder auch nicht. Mal ja, mal nein, mal ja, mal nein. Grummel. Dann haben wir so einen dicken Oschi. Immer schon wieder so. Da. Da. Der war ein bisschen kurz, aber für den reicht es. Wenn jetzt der Große da den Kleinen aufessen würde, das wäre auch cool. Eine Schmerle. Komm, der liegt genau vor deiner Nase. Geh doch. Du hättest reden sollen, Fisch. Ah, schon wieder der. Meint ihr wirklich, er hätte dann länger gelebt? Nein, er wäre in irgendeinem Museum oder in irgendeinem Zirkus hätte er geendet als, ja, eine Sensation. Ja, und damit es so sensationell ist, wäre dann die Carla Kolumna gekommen und hätte dann erstmal darüber einen Bericht geschrieben. Die rasende Reporterin, ne? So. Fischi, ah da, Fisch. Ich will keine Schmerle. Schön, dass du dich da unten freust, dass ich immer nur Schmerlen fange. Na? Ich meine, die Folge hat so gut angefangen. Ich fange gleich den ersten Fisch damit und dann sowas, ne? Wie er sich immer freut. Hey, der hat einen Fisch gefangen. Juhu, juhu, juhu. Hallo. Kleine Freude, kannst du ja sonst wohin stecken. Mann. Ich will doch nur so einen blöden Fisch. Da, da ist wieder einer. Komm. Und du bist jetzt mein Fisch. Du bist der Fisch. Du bist der Fisch, der anbeißt. Du bist der Fisch, der anbeißt. Geh doch. Und. Ah, schon wieder eine Stachelmakrele. Gut, rein theoretisch würde ich jetzt mit den Fischen reich werden, ne? So ist es jetzt nicht, aber... War eigentlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Darum hasse ich Angeln. Und hier wird es dann in dem Augenblick als Quest auch noch gemacht. Das ist viel schlimmer. Ja, schon wieder grün. Ich will einen blauen Fisch, kein grün. Nein. Du bist ein ganz anderer Fisch. Halt, erstmal gucken. Habe ich schon. Klar, den habe ich noch nicht, aber den will ich auch nicht abgeben. Grummel, 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 Grummel. Halt. Bei ihm kann ich verkaufen. Beim Kit. Oh, 125 Münzen nur.
Wirklich viel wert seid ihr ja nicht, ihr blöden Fische, ne? Ich möchte ja nicht alle Finnen verkaufen, nur so ein Teil. Ich glaube, das verkaufe ich auch mal. Ja, hier diese Fische, die sind ja wieder richtig sau viel wert, ne? Oder auch nicht. 678 alte Münzen. Wow. Wow. Mann. Krummel. Sollen die Droprate der Fische mal ein bisschen erhöhen? Gut, wirklich im Leben angelt man ja auch Stunden, Tage, Monate. Manche gar nichts. Manche einen halben Ozean. Ich bin dann eher derjenige, der gar nichts angelt. Das ist wieder ein neuer Fisch. Komm, es schwimmt doch vor dir. Du willst mich verarschen. Dreh dich nach rechts. Du bist eine neue Fischsorte. Nach rechts drehen, nach rechts drehen. Diese Spannung. Kommt, und jetzt siehst du ihn doch. Du siehst ihn doch. Geht doch. Geht doch. Okay, ich frage mich jetzt, wie der Fisch, also beziehungsweise die Essenz das sehen konnte, aber ist in Ordnung. Sieht aus wie ein Steinbrocken. Er hätte ich wahrscheinlich auch verscheucht. Oh, gib mir doch Fisch. Der Troll, der nach Fisch suchte und keinen Fisch fand. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Quest auch schon hattet, wie eure Glückssträhne war. Hattet ihr Glück, hattet ihr gleich alle drei Fische auf einmal oder hattet ihr diese Quest noch gar nicht? Und wie gefällt euch das Spiel bisher? Mittlerweile wurde es ja jetzt, oder ist es ja mittlerweile verfügbar. Und die ersten Leute haben es jetzt bestimmt auch schon ein paar Tage gespielt. Von dem her würde es ja auch nicht wundern, wenn man dann mal fragt, wie euch das Spiel gefällt. Klar, ihr konntet es im Let's Play sehen, das ist richtig. Und das wird auch noch eine gewisse Zeit weitergehen. Mal schauen, wie lange. Und ja. Trotzdem würde mich das mal interessieren. Und ich finde keine Fische. Na gut. Ich finde keine Fische, dann hoffe ich einfach mal, dass ich am nächsten Tag da was finde, weil es soll ja irgendwie auch kein Geisterholz geben. Also von dem her denke ich mal, ist das halb so schlimm. Ich spüre, dass jemand ein Geisterholz hat, das er dir gerne geben würde, wenn du ihm hilfst. Verdammt! Verdammt! Ah! Heute Morgen hat er noch was anderes gesagt. Das wirft meinen ganzen Plan nach hinten. Weil das würde Sinn ergeben. Also wenn ich das schaffe, zu erledigen. Aber ich brauche dafür einen Fisch. Ich brauche dafür einen Fisch. Einen blöden, einfachen Fisch. Aber hey, ich soll scheinbar keinen Fisch bekommen.
Warum auch? Wer braucht schon Fisch? Nur damit man die Insel ausbaut? Du hättest reden sollen, Fisch. Ja gut, dann machen wir es so, dass wir dann am nächsten Tag angeln gehen. Dann ist das halt so, ne? Dann hoffe ich trotz alledem, dass ihr trotz der Angelquest ein bisschen Spaß hattet. Dass es interessant war zu sehen, wie ich mich hier gerade irgendwie, keine Ahnung, wie ein Vollidiot anstelle. Und aber auch noch vielleicht gut aussehe. Ich sage jedenfalls bis zum Einlagern? Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhaut rein. Tschö, tschö.